Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen keltischen Montag wünsche ich euch allen und wünsche ich ganz besonders dir. Und was passt zu einem keltischen Montag besser als ein Vollmondhoroskop? Ich habe mir gedacht, ich nehme dieses Vollmondhoroskop vorweg. Es findet erst in 13 Tagen statt, nämlich am 19.08.2024. Und ich dachte, es ist einfach eine gute Gelegenheit, dieses Horoskop im Anschluss an das Neumond-Horoskop zu machen. Du erinnerst dich vielleicht noch, beim Neumond-Horoskop hatten wir die Sonne-Mond-Konjunktion sehr genau, also die war auf 12 Grad 34, war das dann 12 Grad 48 oder 46, irgendwie ist ziemlich sehr in Konjunktion mit dem Medium Zöli und in einem Spiegelpunkt mit Saturn. Also das heißt, hier haben wir große Hindernisse, Scheitern und natürlich auch eine starke, wie sagt man, Machtausübung. Ja? Und in diesem Vollmondhoroskop haben wir die Achse 6-12 angesprochen. Das heißt, das ist jetzt der Gipfelpunkt des Neumondhoroskopes, in das resultiert dieses Neumondhoroskop hinein. Das heißt, wir haben hier die Krankheitsheilungsachse wird hier sehr stark angesprochen, nicht nur mit der Opposition zwischen Sonne und Mond, also dem Vollmond, sondern auch mit einer Konjunktion Sonne-Merkur, Merkur-Mond-Opposition und mit einer Quadratur Mond-Uranus, Sonne-Uranus, Merkur-Uranus. Also nur alleine der Vollmond bringt uns bereits zahlreiche, oder das ist vielleicht übertrieben, einige gespannte Aspekte und dieses Ding nennt sich dann auch in der Fachliteratur Taekwondo, also auch T-Quadrat frei übersetzt. Und als ob diese T-Quadrat-Verspannung, Feste, bitte immer bedenken, wir haben das in festen Zeichen, Löwe, Wassermann, Stier, also das ist eine Zerreißspannung, also hier, dass das schreit nach Explosion, ja. Als ob das nicht genug wäre, haben wir hier noch ein geschlossenes Quadrat zwischen Venus, Saturn in Opposition, Mars-Jupiter-Konjunktion in Opposition zum MC und natürlich Doppelquadrat Mars-Jupiter zu Saturn, Doppelquadrat Mars-Jupiter zu Venus und ein Quadrat Venus-MC und Saturn-MC-Quadrat. Das ist ein geschlossenes Quadrat. Und dann noch aufgedoppelt hier unten, weil wir Mars-Jupiter im unteren Bereich haben. Also ein schwer verspanntes Horoskop, ganz schwer verspanntes Horoskop. Und im Hintergrund haben wir die großen kosmischen Kräfte Pluto-Neptun, die in ihrer Konjunktionsphase 492 Jahre für einen Zyklus auslösen und hier eben sich anstellen, einen 82-Jahres-Aspekt zu bilden, nämlich das Sextil zwischen Neptun und Pluto, was aber erst im Jahr 2026 dann exakt wird. Ich habe mir das aufgeschrieben, das findet statt am 25.07.2026, also ein bisschen weniger als ein Jahr. Und hier baut sich natürlich auch dann diese, aber die Energie ist schon sehr stark präsent, ja. Die Uranus-Neptun-Pluto-Spannung baut sich hier schon einmal auf. Und wir wissen, Pluto-Neptun, also die großen Töne, die große Frequenz im Hintergrund, da geht es um das Öffnen für kollektive Ideen und auch für höhere Ideale, welche dann im Einklang mit den spirituellen kosmischen Zielen Neptuns stehen sollen. Und Uranus wird hier als Multiplikator, als wie sagt man, rasanter Faktor sich dann dazuschalten. Also sehr spannendes, sehr vielversprechendes Vollmondhoroskop. Also das wird einiges auslösen. Und was könnte das sein, was dieses Horoskop auslöst? Schauen wir uns einmal die drei Horoskope davor kurz an. Ich möchte es nur ansprechen. Bitte jetzt nicht verwirrt sein. Wir haben am 14. August die Konjunktionsauslösung Mars-Jupiter. Schauen wir mal in diese Konjunktionsauslösung hinein. Ist sie das? Ja, das ist die Auslösung Mars-Jupiter-Konjunktion vom 14. August und wir sehen hier kurioserweise eine exakte Opposition zum Mond und der Mond steht einen Grad vor der Opposition. Also das heißt, ein super intensives, circa 2,5 Jahreshoroskop, was die Thematik Krankheit, Heilung, Krankheitsmaßnahmen, Lüge, Betrug,
hier schon einmal am 14. August, also 5 Tage vorher, aufzeigt. Also hier ist schon einmal eine starke Vorbereitung auf dieses Vollmondhoroskop und ich glaube, der Vollmondhoroskop löst dieses Horoskop aus. Dann haben wir nur 2 Tage später ein, was wird das, also wenn das ein 2,5-Jahres-Horoskop ist, dann wird wahrscheinlich die Mars-Saturn-Konjunktion ein 2¼, also Mars-Saturn-Quadrat, na, das ist dann ein kleineres Horoskop. Schauen wir mal, ob es das ist. Das ist es nicht. Dann muss es das hier sein. Ich schaue nur sicherheitshalber, ob das stimmt. 16.8. jawohl, um 7.31 Uhr. Das ist das Quadrat zwischen Mars und Saturn um 7.31 Uhr. Und auch hier sehen wir gewaltiges 10. Haus, 7. Haus angesprochen. Das heißt, wir sehen hier auch einen weltweiten Effekt, der natürlich hier Herrschaften betrifft und, auf der ganzen Welt offensichtlich hier zu starken Verwerfungen und Veränderungen führt. Das sind diese beiden Horoskope, die eben ausgelöst werden vom Vollmond. Aber ich glaube auch dieses Horoskop, wenn ich das jetzt richtig sehe, wir haben nämlich am 19.8., am selben Tag des Vollmondes, um 23.48 Uhr, da müssen wir 2 Stunden dazu rechnen, also 23.48 Uhr, haben wir diese Quadratauslösung Jupiter-Saturn. Und das wird ein sehr spannendes Horoskop werden. Und ich werde diese Horoskope nachliefern. Ich wollte nur sagen, dieser Vollmond, der hat es wirklich in sich. Er löst 2 größere Horoskope, nämlich Mars-Jupiter-Konjunktion, Mars-Saturn-Quadrat löst er aus. Und am selben Tag, 3 Stunden und 21 Minuten später, also von 20.27 Uhr bis 23.48 Uhr gerechnet, löst er dann noch dieses 5-Jahres-Horoskop Jupiter-Saturn aus. Und das können wir hier schon sehr stark, sehr intensiv erkennen. Jupiter steht nur 2 Minuten vor Saturn, 17.26, der rückläufige Saturn 17.28. Was heißt das Ganze jetzt? Für mich ist das ein Enthüllungshoroskop. Dieses Horoskop zeigt uns, dass jetzt sehr, sehr viel Wahrheit in den nächsten Tagen herauskommt. Wir haben gesehen, die Mars-Jupiter-Konjunktion im 6. Haus in Opposition zum Mond im Schützen. Das heißt hier Mars-Jupiter in den Zwillingen, da geht es um die Wahrheit und Mond im Schützen ist natürlich sehr idealistisch, ist auch sehr wahrheitsstrebend. Das heißt, hier kommt jetzt in den nächsten Tagen, ich würde sagen, es wird noch so bis zum 14., das passt schon. Das kann noch 1,5 Wochen dauern und dann kommen unvorstellbar gute Informationen ans Tageslicht und die Bevölkerung ist dann hier auch entsprechend Merkur, Uranus wütend. Die Bevölkerung ist als Herrscher von 4 in 6 eingeschlossen, rückläufig, sehr stark geschwächt und ist auch noch quasi von der Sonne verbrannt. Ja? Die Nähe zur Sonne ist in dem Fall jetzt nicht sehr hilfreich, denn die Sonne steht für die Krankheiten. Das heißt, die Bevölkerung ist sehr, sehr krank, doppelt gemoppelt. Das heißt, auf der einen Seite 6. Haus und auf der anderen Seite eingeschlossene Herrscher von 6. Haus. Sonne verbrennt den Merkur. Wir sehen an der Spitze des 4. Hauses die stärkste Häuserspitzenbesetzung in diesem Horoskop. Keine zweite Häuserspitzenbesetzung ist so stark. Eigentlich gibt es gar keine zweite, vielleicht der Pluto ein bisschen. Ja. Aber Mars eindeutig die stärkste Häuserspitzenbesetzung. In diesem Horoskop, das heißt, die Bevölkerung ist sehr, sehr wütend. Große Wutausbrüche der Bevölkerung erwarte ich. Das heißt, wir werden hier, glaube ich, auch Aufstände und große Unmutsbekundungen erkennen, wegen der Enthüllungen. Denn der Vollmond, wo er hineinleuchtet, ja, beides, die Sonne und der Mond, weil die Sonne bestrahlt den Mond und dort leuchtet er hier im 12. Haus das ganze Lügenprimborium auf. Ausleuchten. Er leuchtet es aus und hier die Sonne im 6. Haus
leuchtet die ganzen Maßnahmen bezüglich der Krankheit, welche getroffen wurden, ebenfalls aus. Für mich ist das ein sehr starkes Wahrheitshoroskop, auch wenn, jetzt kannst du sagen, Moment, Wahrheit, wieso? Saturn ist Herrscher des 12. Hauses, steht doch im 1. Haus. Richtig, ja, das stimmt. Und wir sehen auch Aszendent Fische, wir sehen auch Neptun als Herrscherin von 1 in 1, ja, sehr stark gestellt, unglaublich stark gestellt, auch wenn es super Vakuum ist, glaube ich, vakuumiger geht es gar nicht mehr, ist auch schon rückläufig. Ah nein, nicht mehr Vakuum, Verzeihung, ist ja rückläufig, der Neptun. 29,20, aber trotzdem tiefe Fische gerade. Und Neptun rückläufig zeigt uns ebenso eine Schwächung wie Saturn, auch rückläufig. Das heißt, wir sehen aus diesem Vollmond, dass sich Deutschland in einem erbärmlichen Zustand befindet. Ja? Ein furchtbarer Zustand, ein Auflösungszustand. Ein Zustand Herrscher 12 in 1 der Ratlosigkeit, der Planlosigkeit, der Orientierungslosigkeit. Und dann noch der Vollmond ins 12. Haus hineingezirkelt oder hineingekrätscht, ist jetzt auch nicht das Allerangenehmste. Aber wir wissen, nur die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit wird hier von diesem Vollmond, würde ich sagen, brutal ans Tageslicht gebracht. Was könnte das sechste Haus noch heißen? Das sechste Haus könnte natürlich auch starke Nachdenkprozesse. Merkur steht hier natürlich in seinem Domizilhaus, aber eben durch die Verbrennung von der Sonne kann er sich überhaupt nicht zur Geltung bringen, genauso auch wegen der Rückläufigkeit und des Eingeschlossenseins. Also ein bisschen kurioser. Ein bisschen ein kurioser Vollmond. Wir sehen auch hier das siebte Haus. Siebte Haus steht zumindest für internationale Handelspartner, für Handelsverträge und natürlich in weiterer Folge für das Thema Krieg, aber das kommen wir gleich dazu. Wir sehen hier Handelspartner, auch hier Herrscher von 6, Merkur, rückläufig eingeschlossen, verbrannt von der Sonne, das heißt von der Schwäche, das heißt hier geht es sehr vieles nicht mehr so, wie es ursprünglich einmal gegangen ist, wo man sich eben Jahre über die Runden gerettet hat, das läuft alles jetzt nicht mehr. Und Uranus ist für mich ja der Katalysator, der Beschleuniger, auch wenn es sich auf, wie sagt man, auch wenn es sich um feste Zeichen handelt, Löwe, Wassermann und Stier, also das heißt, hier haben wir doch große Blockaden, große Barrieren, so befinden wir uns auf 27 Grad 15 und Uranus auf 27 Grad 11 noch auf Wassermanngraden. Von 25 bis 27, 30 haben wir Wassermanngrade. Also große Nervosität, große Erregung und natürlich auch ein großes Ausbruchs- und Freiheitsbestreben. Und natürlich auch der Bevölkerung, auch wenn sie hier von der Sonne untergeht. Aber die Leute wollen ihre Freiheit haben. Merkur, Uranus, das heißt, hier kann es unter Umständen dann auch zu, naja, heftigen Artikulierungen kommen. Wie gesagt, Mars, spezifiziertes Haus, die Wutausbrüche der Bevölkerung. Der Jupiter steht natürlich auch für die Multiplikation dieses Effektes der Bekundungen der Bevölkerung, aber es geht dann hier auch bei Mars, Jupiter um Gerechtigkeit, höhere Gerechtigkeit. Und hier kann es dann eben zu Überreaktionen kommen. Wer ist der Saturn? Saturn ist Herrscher des 12. Hauses und Herrscher des 11. Hauses. Wir kennen hieran wegen der Rückläufigkeit und Position in den Fischen. Das ist in der Europäischen Union. Spitze 11. Haus haben wir im Steinbock. Das heißt, es kommt hier zu Problemen, es kommt zu Verhärtungen. Das heißt, die haben es im Moment in der EU nicht leicht und das 12. Haus auch mit an Bord. Unklarheiten, Auflösungserscheinungen, große Schwäche. Man versucht hier offensichtlich von der Europäischen Union in Deutschland noch den Einfluss geltend zu machen, was aber meines Erachtens nicht mehr ganz so wirklich gelingt. Jupiter, der uns hier als zweiter Opponent dieses Auflösungsprozesses der Herrschaftsverhältnisse anzeigt, dass er für die Stadt Sebaten steht, Spitze 10. Haus auf Skorpiongraden, genauso wie Spitze 4. Haus auf Skorpiongraden und steht aber auch noch für das 9. Haus. Spitze 9. Haus steht sehr stark im Schützen und Herrscher von 9 an der Spitze des 4. Hauses, aber im 3. Haus bedeutet natürlich auch hier eine starke Einflussnahme auf unsere Wirtschaft durch den Wilden Westen. Und wir sehen, dass Europäische Union und Wilder Westen, Europäische Union Saturn, Wilder Westen Jupiter, dass es hier sehr stark
im Gebälk. Ja, das Gebäck kann knirschen, aber auch das Gebälk kann, glaube ich, auch knirschen. Also in dem Fall knirscht es eher im Gebälk als im Gebäck, je nachdem, wie man möchte. Und ja, wenn die Semmeln resch sind, dann geht das ganz gut. Also wir sehen, dass es hier zu großen Verspannungen kommt. Ja? Und Herrscher von 10 in 4 kann natürlich dann auch bedeuten, jetzt auf unsere Junta bezogen, dass man sich jetzt mehr um das eigene Land kümmern möchte, dass man sich jetzt hier mehr auf die Bevölkerung fokussieren möchte. Und wird das funktionieren? Ich glaube, all diese Maßnahmen kommen eindeutig zu spät. Wir sehen, Venus Saturn-Opposition, das ist natürlich in erster Linie immer der Verlust der Freude. Ja? Also das heißt, wir haben es hier mit einer sehr, sehr ernsten Situation zu tun. Und hier kann man dann auch von, naja, auf die Venus bezogen, ich meine, Venus in der Jungfrau ist sowieso, wie sagt man, im Fall, weil sie hier in den Fischen in der Erhöhung steht, auf jeden Fall. Also das heißt, die ist sowieso nicht sonderlich gefühlsintensiv. Aber im 7. Haus ist sie im Domizilhaus gestellt und hier geht es dann natürlich auch um blockierte Gefühle, Saturn, um seelischen Schaden und dass hier einfach vieles nicht besprochen wird. Venus in der Jungfrau ist auch sehr kommunikativ, insbesondere im kritischen Bereich, aber das ist, glaube ich, nichts Neues. Ja, und das ist dann quasi die dritte im Bunde. Venus 18 Grad. Jupiter 17,26, Saturn 17,28, Mars 20 Grad. Also das heißt, der enge Aspekt findet eben hier zwischen, ist eigentlich auch, wenn ich jetzt den MC mal weglasse, auch ein zweites T-Quadrat, nur bezogen auf Jupiter oder Venus, Saturn, Jupiter. Und das würde dann natürlich auch für starke Rückzugsprozesse stehen, das heißt hier auch eine gewisse Vereinsamung. Wer ist die Venus? Die Venus ist Herrscherin des zweiten Hauses, das heißt es geht hier um die Finanzen, um Geld und hier schaut es eben eher bitter aus. Ja, da schaut es sehr problematisch aus mit Finanzen, mit Investments und wir haben das in den letzten zwei Tagen, glaube ich, schön beobachten können, dass es an den Börsen ordentlich, nehmen wir wieder dasselbe Wort, knirscht, grammelt kann man auch noch nehmen, also dass hier schon mächtig Sand im Getriebe ist, fast schon Steine im Getriebe und mit Uranus als eingeschlossener Herrscher des 12. Hauses sehen wir, dass es natürlich auch auf dem Finanzgebiet zu großen Verlusten kommt, weil das 12. Haus steht letztendlich auch für Verluste. Also das heißt, wer konservativ investiert hat, so wie ich das gelegentlich immer wieder empfohlen habe, sozusagen, was sind Edelmetalle oder was auch immer, also greifbare Werte, ja, als Jungfraugeborener neige ich immer zu konservativer Anlage, der wird natürlich jetzt in dieser Zeit gut beraten sein, dass er aufs richtige Pferd gesetzt hat. Die anderen können halt hoffen, aber ich vermute, die derzeitige Lage gibt keinen Grund zu größeren Hoffnungen auf Besserung in naher Zukunft. Wie gesagt, bezüglich, wie nennt man diese digitalen Währungen, möchte ich nicht allzu viel sagen, weil ich mich dabei überhaupt nicht auskenne und ich rate das auch jeden anderen, der sich dabei nicht wirklich gut auskennt, davon die Hände zu lassen, so verlockend es auch sein mag, wo Leute sagen, ja, Shitcoin, glaube ich, heißt der, ist gewaltig gefallen, jetzt ist der beste Zeitpunkt einzusteigen. Ich weiß nicht, wenn man sich nicht so genau auskennt, wenn man computertechnisch nicht so firm ist, wenn man die Schlagzeilen der Vergangenheit liest, wo immer wieder elektronische Geldbörsen abgesogen wurden, entleert wurden, geplündert wurden, ja, man hätte jetzt theoretisch zwar ein großes Vermögen, aber das hat heute jetzt ein anderer abgesogen, der sich computertechnisch sehr gut auskennt. Da weiß ich nicht. Da, wie gesagt, wo man sich nicht auskennt, wie es so schön heißt, diese alte, glaube ich, ist es eine südkoreanische Weisheit, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und in dem Fall würde ich sagen, bitte Hände weg. Gerade in dieser Zeit, bitte im konservativen Bereich bleiben. Jetzt kommen diese großen Heilsversprecher, die sagen, ja, 500% Rendite pro Tag, bitte lass die Hände davon. Ja. Das ist alles nur ein kluges Räubermodell. Bitte aufpassen. Bitte sehr, sehr aufpassen. Die nächsten Monate werden für Betrüger und Gauner so eine richtige Goldgräberstimmung
bringen, die werden die Verzweiflung der Menschen knallhart ausnützen. Die Menschen, die sozusagen die wenigen Groschen, Spargroschen, die sie haben, hoffen sie noch zu vermehren und dann verlieren sie alles. Ja? Also bitte immer auch an diesen Spruch denken, lieber den Spatz in der Hand als den Kondor am Dach. Also bitte, diesbezüglich auch, Konservativismus hat bei Veranlagung noch nie geschadet, ja. Hat noch nie geschaut. Die großen Vermehrungsversprechen, die sind meistens dann, ja, in der Rue de la Caque geendet. Wir sehen auch Spitze drittes Haus in den Zwillingen. Da geht es um Wirtschaft, Handel und Industrie. Werden sozusagen von der Sonne verbrannt. Wirtschaft ist rückläufig, eingeschlossen im sechsten Haus. Großes Problem für die Wirtschaft. Das schaut nicht gut aus. Ja? Bis dato konnten sie ja eine nicht sehr gut laufende Wirtschaft finanz- und anlagetechnisch gut verstecken. Das heißt, ich weiß es konkret von Firmen, die haben große Märkte verloren, große Marktanteile verloren und die Aktien sind nach oben geschossen. Bitte, wie soll denn das gehen? Und gleichzeitig haben wir immer wieder gesehen, während die Aktien nach unten gegangen sind, ist parallel dazu auf einmal das Gold und Silber auch gefallen. Also wie das gehen soll, können wir uns nur mit massiver Manipulation der Märkte erklären. Für andere Möglichkeiten haben wir natürlich nicht. Der Pluto steht im achten Haus, als Herrscher des achten Hauses, stimmt, ist eine korrekte Stellung, Herrscher des achten Hauses allerdings im zwölften Haus und er ist nach wie vor meines Wissens rückläufig, steht er noch, er wird noch im Wassermann stehen, 0 Grad 14 im Wassermann, also das heißt, der Pluto wird sich jetzt auch nicht mehr so stark entfalten können, weil die Machtausübung, ja, die Machtausübung über Geheimdienste wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut laufen wie bis dato. Also das heißt, auch hier sehe ich eine starke Schwächung. Natürlich heißt, würde grundsätzlich bedeuten, Herrscher von 8 in 12, dass man jetzt subtilere Machtausübungsmöglichkeiten wählt. Was habe ich vergessen? Ich habe sicher immer irgendwas vergessen. Das ist in der Astrologie leider ganz normal. Ja, wie gesagt, unterm Strich sehe ich diesen Vollmond schwer verspannt. Große Aufklärungen auf dem Gebiet der Krankheit und des Betruges, der Lüge, der Machenschaften, der Geheimdienstarbeit. Wir sehen hier in einem, also das wäre sozusagen ein T-Quadrat und das zweite T-Quadrat Venus, Jupiter, Saturn bringt uns natürlich auch eine dramatische Situation für die Mächtigen. Jupiter Herrscher 10 und Herrscher 9, Saturn Herrscher 11. Haus. Das heißt, hier hängt das auch mit den Finanzen zusammen. Offensichtlich können sie all das nicht mehr finanzieren. Und wie es so schön heißt, kein Geld, keine Muse. Das heißt, die Machtausübung geht auch mit dem Niedergang des Geldes, welches wir in der Testgruppe für das dritte Quartal 2025 getestet haben, geht auch diese Machtausübung zu Ende. Aber wir sehen im Vorfeld dessen schon große Volksaufstände, wir sehen schon große Protestbewegungen. Mars an der Spitze des vierten Hauses zeigt mir das auch auf. Und natürlich Jupiter als Herrscher des neunten Hauses kann natürlich auch im Zusammenhang mit dem vierten Haus stehen, dass es hierzu ernsthaft, zehntes Haus wäre dann das eher das Thema ernsthaft, dass es hier eben zu ernsthaften Aufständen von Menschen aus anderen Ländern kommt, Jupiter mit Mars in Konjunktion. Naja, und Mars als Herrscher des achten Hauses bringt uns als eingeschlossener Herrscher des ersten Hauses im ganzen Land große Zerstörungen. Ja. Mars Herrscher von acht ist die Zerstörung. Also das heißt, hier sehen wir, und natürlich viertes Haus, wenn ich das jetzt als Ort nehme, das vierte Haus steht auch für die Infrastruktur. Das heißt, dass hier eben großer Schaden an der heimischen, in dem Fall an der deutschen Infrastruktur entsteht, können wir hier natürlich auch ablesen. Also ich würde sagen, das ist ein grimmiger Vollmond, das ist ein schwieriger Vollmond. Und natürlich auch als letzter Satz zu dem Horoskop noch, das Thema Arbeitsplätze ist meines Erachtens auch davon betroffen. Starker Auflösungsprozess im Bereich der Arbeitsplätze, weil das sechste Haus ist mit Sonne eingeschlossener Herrscher 6 und Mond, Herrscherin des sechsten Hauses, stark angesprochen. Das fünfte Haus, was würde das bedeuten? Naja, das fünfte Haus steht generell für das Thema Wachstum im Land. Es steht auch für die verborgenen Eliten, ja, keine Frage. Aber hier sehe ich eher, dass das Thema Wohlstand, Lebensstandard sich auch hier empfindlich auflösen wird. Und das hängt meines Erachtens dann wieder mit dem Thema Finanzen zusammen. Denn hier werden wir, ja,
Hier werden wir, was ich indirekt aus diesem T-Quadrat mit Venus Herrscherin des zweiten Hauses herauslesen kann, hier werden wir auch weitere empfindliche Preiserhöhungen sehen. Irgendwie logisch, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, folgen die Preise aber in die andere Richtung. So, wir haben hier zwei Zahlen rein, und zwar die, machen wir jetzt den Wechsel zu den Zahlen, und zwar der 19.8. beschreibt 19, 27, doppelte 29, 31, 35, daraus resultieren die 8. Die 19 ist ein Volltreffer, weil am Vollmond ist logischerweise die Sonne beteiligt. Die 19 ist aber zugleich auch eine wunderbare Schutzzahl, also die können wir dringend brauchen. Die 27 beschreibt den 200-prozentigen, das heißt, hier wird es sehr, sehr fleißig und mühsam. Kann das vielleicht in Zusammenhang mit der Venus in der Jungfrau stehen? Durchaus möglich. In Opposition zum Saturn steht natürlich auch für ein großes Konzentrationsvermögen, für großen Fleiß und für große Einsatzbereitschaft. Also Venus-Saturn hat ja auch ihre positiven Seiten. Ja, neben der Enthaltsamkeit, versteht sich. Die, ja, so gute, wie sagt man, ist eine gute Gelegenheit, weil Jupiter steht ja für Religionen. Also wenn jemand ins Kloster eintreten möchte, war die Venus in der Jungfrau mit Saturn und Jupiter ein guter Zeitpunkt. Also ja, möglicherweise kann sein, dass sich die Klöster wieder füllen, die ja über viele Jahrzehnte unter Mitglieder, unter Brudermangel gelitten haben. Es könnte jetzt sein, dass die kommende große Armut die Klöster wieder reichlich befüllen wird, wie es in früheren Jahrhunderten so gewesen ist, und natürlich leider auch die Armeen. Die Armeen wachsen in Krisenzeiten leider immer beachtlich, weil dort gibt es immer zumindest regelmäßige Mahlzeiten. Manchmal die Henkersmahlzeit vor einer Schlacht. Die 29. Die 29 haben wir doppelt. Ja. Großes seelisches Leid. Man hat viel zu viel geschehen lassen. Man hat viel zu viel mit sich anrichten lassen, anstellen lassen. Und jetzt wird es Zeit, sozusagen sich auf die Beine zu stellen und für sich selber einzustehen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Naja, der Mars spezifiziert, der wird schon was bringen. Die 31, der Zuckerberg, der Zuckerberg, der sauft allmählich ab, und das würde ich sagen, erkennen wir hier durch das Jupiter-Saturn-Quadrat mehr als beeindruckend. Rudi, gib 8, die 35, die große Rüttelzahl, sehr gefährlich, sehr schwierige Zeit, bitte aufpassen. Die Worte der EAV, mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Ja, so Ding Dong, wer steht da vor der Tür? Das werden fast schon prophetische Worte, wenn die das gewusst hätten. Ja? Also Wahnsinn. Bitte aufpassen, sei vorsichtig. Die nächsten Wochen sind saugefährlich, sich auf die Straße zu begeben, insbesondere bei großen Volkszusammenrottungen. Das kann ein fataler Fehler sein. Ja, weil das achte Haus steht auch für Tod. Ja? Herrscher von 8, spezifiziertes Haus, bitte aufpassen. Ja? Also nicht ungefährlich. Die 8 als letzte Zahl, das ist quid pro quo, Ursache und Wirkung, die Venus als Gerechtigkeit, du weißt, die Wurst ist rund, der Zwieback eckig, dem einen geht's gut, dem anderen dreckig. Also das heißt, hier sehen wir eine wichtige Zahl, das heißt, möglicherweise ist dieser Vollmond jetzt endlich der finale Schlag ins Gesicht jener, die uns das alles seit Jahrtausenden einbrocken, wir hoffen es sehr. Die neue Zahlenreihe zeigt den 28. Grad des 5. Monats 1742, 28, 33, 34, 41, 45, 47 ergibt die 11 und die 2. Was können wir hier herauslesen? Die 28 habe ich vorhin schon in die Kamera gehalten. Naja, die 28 ist eine große Sturheit, starke Begrenzung. Es soll sich nichts ändern. Naja, da haben wir den, der Vollmond ist es, ja. Sonne im Löwen, Mond im Wassermann, Uranus im Stier, und das noch auf festen Wassermanngraden. Gut, dass man eingefallen ist. Ja. Feste Wassermanngrade, das heißt, wir haben eine Wahnsinnsverspannung. Ja. Also das riecht förmlich nach Explosion. Die große Meisterzahl, die 33, man birgt viele Gefühle in sich, aber nach außen hin sagt man nichts, da spürt man den Horten. Naja, Mond im 12. Haus ist super sensibel, super einfühlsam, super gefühlvoll, aber im Wassermann will man natürlich seinen eigenen Weg gehen. Mond obendrein noch auf Wassermanngraden im Wassermann, also das heißt, Mond steht auch immer für die Bevölkerung, das heißt, man will hier frei sein, die Leute wollen ausbrechen, und natürlich das 12. Haus zeigt, dass man eben in Kombination mit dem Wassermann die Freiheit, den Ausbruch, die Selbstständigkeit sehr stark idealisiert, ja, ist eh logisch, ja. Ist immer so, ja.
der Nachbar hat immer das Bessere, der hat immer den besseren Boden, der ist immer jenseits des Zaunes ist alles besser. Die 34, ja, wie heißt dieses, ist es ein ungarisches Sprichwort, was nicht, in den Augen des Nachbarn wird die Hütte zum Palast, ja, es ist immer so. Die 34 ist eine Actionzahl, aber auch eine große Schutzzahl, ähnlich der 19. Das heißt, hier prallt alles Negative ab, aber die 34 zeigt, es tut sich etwas. Naja, die Verspannung, die haben wir mal auf jeden Fall. Aber vielleicht, Mars macht ja mobil und wie gesagt, wir haben hier dieses bewegliche T-Quadrat, von mir ist mit MC das bewegliche geschlossene Quadrat und das reicht natürlich auch zu naja, verstärkten Emotionen an und auch zu starken, wie sagten, Aufdeckungen, Nachdenkprozessen, weil das ist hier sehr geistig gestellt. Ja. Die 41, die Jimmy Savile-Zahl, ihr Kinderlein kommt, oder in dem Fall, ihr Kinderlein verschwindet. Ja. Große Enthüllungen können vielleicht hier schon angedeutet werden. Warum? Fünftes Haus steht für Kinder, ja, ihr Kinderlein kommt, und hier möglicherweise Herrscher von 5 in 12, das Verschwinden, dass hier einiges vielleicht, wie gesagt, das ist eher eine Vielleicht-Sache. Die 45, wie kann ich das in Zusammenhang bringen? Irgendwie hängt das mit der 33 zusammen, kann keine Liebe geben, tut aber sehr viel, um Liebe zu erhalten. Die 45 ist auch eine Zahl des Draufzahlens, ja, weil die 45 kann nicht Nein sagen. Ja, und das Nicht-Nein-Sagen können, das ist im Leben meistens sehr kostspielig und auch mit großen, wie sagt man, Energieaufwand verbunden. Die letzte Zahl, oh je, ich habe schon 31 Minuten, wow, langschwurbelig. Die 47, 4711, richtig, hat aber nichts mit Kölnisch Wasser zu tun, betone ich ausdrücklich, 4711. 47 ist die, also das ist meine Zahl, der Knüppelkurl. Ich bin der Harte. Und er hat aber gleichzeitig uns auch immer gesagt, Drogen oder Alkohol, das ist seine Alternative. Das heißt, hier geht es um blockierte Herzensenergie. Und das heißt, hier wollen die Gefühle herauskommen. Mars. Der Mars, komm heraus, sonst schlage ich dir die Augen aus oder wie auch immer. Die 11, starke mentale Zahl, starke Zahl sozusagen, mit mentalen Kräften etwas bewirken zu können. Vielleicht hängt das mit Mond im 12. Haus zusammen, das heißt magisches Arbeiten. Pluto Herrscher von 8 in 12, könnte natürlich Hinweis auf starke magische Arbeit sein, geht schon fast in Richtung 42. Und als letzte Zahl haben wir dann die 2 Neptun als kosmische Harmonisierungszahl, neuer Aszendent Fische auf 2 Grad 49, der zeigt mir die Auflösung des Geldes, weil von 2 Grad 30 bis 5 Grad haben wir Stiergrade. Und wie gesagt, dieser Aszendent auf den ersten 3 Graden zeigt mir natürlich auch, dass es hier jetzt in Deutschland ab dem 19. August zu jeglicher Entwicklung kommen kann. Ja, habe ich einen Aussetzer gehabt, kommt auch vor. Das heißt, wir haben hier die ersten 3 Grade, die Unklarheitsgrade. Man weiß nicht, wohin es sich entwickeln wird, aber ich würde sagen, es schaut sehr nach Entwicklung in Richtung Gewalt aus. Wir bleiben aber bitte auf der anderen Schiene. Wir bleiben auf der Schiene des Friedens, der positiven Energien, der Lieblichkeit, der Freundlichkeit und ganz besonders wichtig, der Gelassenheit und der Freude. Freude ist die Quintessenz des Lebens und ich bewundere jeden, der in diesen schwierigen Zeiten Freude-Energie hervorbringen kann, weil so einfach fällt das Lachen angesichts der laufend steigenden Preise nicht. Aber zum Glück haben sie jetzt die elektronischen Preiszettel eingeführt. Ja, dann brauchen sie nur per Knopfdruck, dann können sie die 5- und 10% Sprünge immer schneller und schneller inszenieren. Du bist gut vorbereitet, du bist sozusagen mit Trinkwasser ausreichend ausgestattet, mit Lebensmitteln, mit Brennmaterial und mit einem Reservepullover und alles geht gut. Das sind eben keine Angstmache-Tipps, sondern nur kluge Vorbereitungsmaßnahmen, wie ich immer gesagt habe. Es ist die Erwartbarkeit des Vorhersehbaren, was ich vor Jahren angedeutet habe, das tritt jetzt ein. Also das heißt, wir sind jetzt in dieser Phase, wo all dies geschieht. 1, 2, 3 magische Minuten um 19.50 Uhr. Bitte sei dabei.
Mach das regelmäßig, auch wenn du es hier und da mal vergisst, ist nichts dabei. Dass dein Energiefeld, was du aufgebaut hast, wird wegen jetzt 2-3 Tage nicht machen, nicht zusammenbrechen, aber bitte immer wieder mit Energie aufblasen, mit Energie versorgen und alles geht gut. Bleiben wir in der Zuversicht, bleiben wir in der Gelassenheit und vor allen Dingen wissen wir, dass alles sich zum Besseren ändern wird. Ja, also wir schaffen das. Gut, Scherz am Rande, alles Liebe, einen großartigen Rest. Falschen Dienstag, dein Astrowolf. Ende.